Hallo und herzlich willkommen zu Daisy Standalone. Ja, wir gehen jetzt weiter. Ich habe da vorne ja noch was gesehen gehabt. Ich nehme mal wieder die Magnum raus, damit ich mich so tun kann, als ob ich mich wehren kann. Vielleicht läuft mir ja Heller entgegen, der eine Axt hat. Wem kann ich denn damit ein bisschen Angst machen? So, jetzt muss ich mal gucken. Da hinten ging es doch auch. Ich will hier auch rein. Aber es scheint wohl nicht zu gehen. Schade. So, was ist da? Eingang und Ausgang von mir aus, ja. Aber nur ein Test, ob ich schnell ziehen kann. Ob ich ihn hier auf Lucky Luke machen kann. Schneller als mein Schatten. Und jetzt muss das doch mal hier langsam kommen. Der Typ hat schon wieder Hunger. Das ist doch nicht mehr feierlich. Normal ist das nicht mehr. Aber immerhin, wir leben. Wir sind noch am Leben. Und da gehen wir jetzt rein. Genau, hier hatte ich gestanden, habe den Typen da auf der anderen Seite beobachtet. Jetzt fällt mir wieder alles ein. Aber hier ist auch schon wieder alles offen. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch alles weg sein. Dann kam ich wohl zu spät. Also jetzt ist echt schlimm gerade. Ich finde das gerade echt traurig, dass ich hier nichts finde. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich finde es sehr schade, dass Daisy mir hier keine M4 oder irgendwas spendiert in der Art. Ja, dann können wir noch vielleicht Glück haben, wenn wir da hinten da in diesem Medikit-Center, was weiß ich da. Halt einfach mal da hinten bei den. Oh, was liegt denn da? Wenn wir einfach mal da hinten gucken bei dem. Na, bei den Zelten. Bei den Erste-Hilfe-Zelten. Oh, ich wollte gerade sagen, da steht einer. Das sah aus, als ob da gerade hier die Lunte um die Ecke guckt. Oh. Dachte, jetzt wartet darauf, dass ich rauskomme. So, dann werden wir da jetzt gucken. Gehen wir halt hier den Weg, den wir das letzte Mal gelaufen sind, rückwärts. Und hoffen, dass wir was finden. Aber das hoffen wir eigentlich immer. So, aber ich muss mal kurz unterbrechen. Erstens, der Typ hat Hunger. Ich glaube, ich habe gerade Zombie gehört. Muss sein. Nee, aber ich sehe einen. Also okay. Erstens, der Typ hat Hunger. Und zweitens, ich habe Durst. So. Jetzt kann ich die letzte Dose auch noch wegfuttern. Mach halt die letzte Dose halt den letzten Bissen. Also jetzt, okay. Gut. Also, jetzt bin ich gerade, ja. Ich hatte ja noch gesagt in einer Folge, dass wir da, dass wir wohl keine Munition davon haben, ja. Für die Waffe.
und muss mit Entsetzen feststellen, dass wir noch und nöcher Munition haben dafür. Aber die war eingepackt und ich hatte keine Ahnung, dass da diese Dinger drin sind. Das ist gerade recht ärgerlich. Jetzt wollen wir mal gucken. Bäm! Verdammte Scheiße, dreckiger Hurenbock. So, haben sie alle gehört, ja? Spätestens jetzt rennen sie. Ja, du willst einmal cool tun, ja? Schön, der Zombie direkt vor dir. Ah! Hat mir gefallen. Bin auch ein krasses Schwein, ja. Krasseste Sau ever im Spiel. Es lacht doch, wie es voll. Ich sehe nicht mehr durch. Da stand der Zombie direkt vor mir und ja, da hat sich dann mal gezeigt, ja, hier. Mein Skill. Ja, hätte besser laufen können, ne? Besonders in der Aufnahme. So. Ah, schön. Also das Schöne ist, ja, man merkt bei mir, ich habe keine Angst mehr. Mir ist das mittlerweile wurscht, ob jetzt ein Zombie kommt oder nicht. Ich habe herausgefunden, dass ich ewig viele Schläge aushalte. Nicht so wie bei anderen Spielen, wo man dann gleich mit einem Schlag vom Zombie drauf geht. Da geht einiges. Nur Schüsse hält man nicht so viele aus. Aber ist ja auch normal, ja. Wenn hier jemand mit der Faust zuschlägt, ja, ist ja wohl was anderes, wie als wenn hier einer den eine Kugel verpasst. Ja, und jetzt hat sich auch gezeigt, warum ich nicht gerne in den Nahkampf gehe, ja. Man hat es sehr gut gesehen, weil ich einfach nicht treffe. Ich treffe einfach nicht. Da liegt ein Magazin. Ein Magazin. So, empty. Und jetzt? Und wo sind jetzt die Kugeln hin? Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Gut. War wohl nicht. Weiter. Ja, nicht groß drüber legen. Ja, nicht groß ärgern. Einfach weiterhin. Dann haben wir hier Motorradhelm. Ich dachte schon, das ist irgendwie was Neues. Aber nee, ich finde ja natürlich nichts Neues. Ich finde nur Altes. Ey, und gnade euch Gott, dass ihr mich hier jetzt über den Haufen schießt, während ich hier am Suchen bin. Nicht hier. Gar nicht stört. Black Cargo Pants. Egal, brauche ich nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir. Ach ja, jetzt geht's. Ist klar. So, jetzt kann ich euch zeigen, was Badly Damage heißt in dem Spiel, ja? Das Ding heißt nicht umsonst Badly Damage, ja? Man sieht es. Es ist vollkommen im Arsch. Traurig, aber wahr. Ah, ist nicht so schlimm. Hier ist ein geileres Magazin. Geiler aus dem Grunde, weil mehr Munition drin ist. Als hier in dem Ding oder in dem Ding. Jetzt werde ich mal hier emptyen. So. Das hier rein. Das Ding weg. Das Ding passt natürlich nicht einfach so rein. Ist ja klar. Ich brauche aber noch eins. Dann will ich das. Will ich das? Doch, ich will das. Aber das Ding will ich nicht. Brauche keine Kopflampe.
Von daher passt es. So, ich glaube, das Ding braucht auch nur zwei Plätze. Wunderbar. Dann haben wir nämlich schon mal ein Magazin dabei, wo wir dann später, wenn wir die M4 besitzen, wenn wir eine besitzen, viel besser aus dem Keks kommen. Dennoch muss man hier natürlich saumäßig aufpassen, dass man hier nicht über den Haufen geschossen wird. Aber ich laufe jetzt ziemlich offen rum. Ist mir jetzt auch wurscht. Wenn ihr meint, mich zu erschießen, dann macht das halt. Wenn ihr Spaß dran habt. Ich werde euch auch erschießen, wenn ich euch sehe. Und genau da ist das Problem, ja. Ich sehe sie meistens gar nicht. Ich werde immer erschossen und habe die gar nicht gesehen, die Gegner. Ich versuche gerade Aufsätze zu finden für die Mosin, die ich hier ranklatschen kann an meine Knarre. Zumindest versuche ich es. Ist der besser? Hm. Ist einfach nur schwarz. Und hier, was ist das? Ich glaube, das ist für die M4. Also, so viele Einzelteile, wie ich hier von der M4 habe, schon rumliegen sehen. Ja, normalerweise müsste ich mir schon längst eine zusammenbauen können. Wenn das denn ginge. So, waren wir hier schon. Waren wir da schon drin? Ja, da waren wir drin. Hier rein. Noch ein Magazin. Vielleicht ein volles Magazin. Boah, 40? Dann emptien wir das mal hier. Wo hat er das denn hingepackt jetzt? Egal. So. Haben wir ein größeres. Wahrscheinlich schmeiße ich die Munition hier mal übelst weg. So, gucken wir mal. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, hier. Da sieht man das. Da sind die Kugeln, ja. Wie ich gefailt habe, ja. Unglaublich. Unglaublich, Cliff. Unglaublich. Packen wir auch hier rein. Auch hier rein. So. Und ein Zweibein, das ein bisschen im Arsch ist, aber ansonsten okay. Dann haben wir noch ein Zweibein dran. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber das können wir ja noch rausfinden. So, dann verabschiede ich mich mal wieder von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und kommentieren, wenn es euch gefallen hat und ihr mir sagen wollt, dass es euch gefallen hat. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.